Morgen, morgen, Mensch, Midgards. Wir sind wieder in Nordic Ashes. Und ich habe ein bisschen weitergespielt von letzter Woche, wo ich euch ja gezeigt habe, quasi, was es, oder dass es extrem viel Neues gibt. Habe ich die Amaranth freigespielt quasi. Und zwar einfach im Handel oder im Laden bei Gnocchi einen grünen Trank gekauft. Und so lange weitergewollt, bis ich nochmal einen grünen Trank kaufen konnte. Habe das natürlich nicht mit Talcor gemacht, weil der kann keine Herzen haben. Und dann hatte ich das Ganze auch schon. Trophäen habe ich damit auch einfach alles gemacht, was bis hierhin ging. Ich habe leider nach 6-7 Runden, die ich letztes Mal gespielt habe, keine einzige dumme Statue gefunden oder kein mein drittes Teil nicht. Ich habe ja schon zwei von den drei Teilen. Nichts draus geworden. Das ist halt so ein bisschen immer noch ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ich habe im Internet gelesen, dass viele das im Endlos-Modus gefunden haben. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Hier seht ihr, ich brauche noch einige an Relikt-Sachen und so, die ich wahrscheinlich erst kriege, wenn ich halt... Hier haben wir Yggdrasil. Mit welchen spielen wir jetzt? Ich habe da irgendeinen, den da mit Beschwörung. Den nehmen wir. So, weil wir nehmen den neuen Charakter. Die hat hier nur eine einzige Waffe zur Auswahl sozusagen. Denn sie beschwört irgendwie Einheiten oder Kreaturen, die ihr helfen. Also nicht so wie die anderen, die anscheinend schießen. Ich habe die noch gar nicht gespielt. Darum kann ich nicht genau was dazu sagen. Werden wir also gleich sehen. Ja, die Frage ist, wo wollen wir so sehen? Einfach im Midgard-Standard erstmal? Oder hier kommt Svartalfheim, war ich lange nicht. Da war ich nicht so oft zumindest. Nehmen wir Experte gleich und schauen wir uns das Ganze erstmal an. Los geht's. Oh, ein Blümchen. Was macht ihr hier? Ach, das ist ihre Waffe oder was? Okay, sie hat also so einen Blumenbaum. So, Efeu, ja, so heißt dieses Vieh. Das macht Schaden, hat eine Abkühlzeit, ganz klar, alles normal. Ja, ich kann mit Q neu würfeln, ist klar. Ansonsten hat sich hier nichts geändert bei dir. Design könnte es hier nochmal was extra ist. Abkühlzeit. So, was haben wir in der Ecke? Erbsensprosse. Die sieht ein bisschen, sieht das ja aus wie bei Pflanzen gegen Zombies, oder? Muss ich mal so sagen. Beschwört Pflanzen, die auf Feinde schießen, hübsch. Also so Geschütze, beschwört Pflanzen, die Feinde aufspüren und ihnen Schaden zufügen und sie vergiften. Dann haben wir hier eine Chili, das ist ja geil. Die habe ich voll Bock. Beschwört eine scharfe Paprikaschote. Okay, die sich auf einen Gegner zubewegt und in den Flammen aufgeht. Beschwört rote Beeren, die auf nächstgelegene Feinde zielen und explodieren. Ach, das sind die Kirschbomben. So, und hier unten hat sie XP. Und was ist ihre Spezial? Das Waldchaos. Sieht so ein bisschen aus wie vom Boss, von dem Waldboss in Alfheim. Beschwört 11 wilde Pflanzen, die unter Feinden 11-mal erscheinen. Wir nehmen erstmal die XP, klatschen die einmal komplett voll. Ich sehe gerade, die hat ein rotes Herz, ein blaues Herz und zwei grüne Herzen. Ich weiß leider nicht, was die grünen Herzen bewirken so richtig, außer bei bestimmten Waffen, sage ich jetzt mal. Also bestimmten Relikten, die dann einfach mehr Schaden machen, beziehungsweise ja, 50% oder 25% mehr Schaden, wenn du mindestens ein grünes Herz hast oder jedes grüne Herz macht nochmal sowas in der Richtung. So ein bisschen schneller könnte es tatsächlich nicht sein, aber ist halt so. So, wir haben schon mal 6 Punkte, die können wir ja mal irgendwo reinbuttern. Was haben wir denn hier eigentlich innen? Erhöht Lauftempo um 2,5% für jedes grüne Herz. So viel zum Thema ein bisschen schneller sein. Erhöht den Schaden von Beschwörungsdelikten, brauchen wir noch nicht. Damit habe ich das ausgeschalten, wa? Erhöht den Schaden von Nicht-Beschwörungsdelikten. Gut, das würde ich ja eh nicht. Ich kann das Ding nochmal aufwerten, den Beschwörungsstein. Okay, interessant. Die Sachen haben nochmal eine zweite Aufwertung. Du erhältst alle 47,15 Sekunden ein grünes Herz. Auch interessant. Giftschaden erhöht sich. Okay, was haben wir hier noch? Tränke, die von Kisten... Mein Mikro mal mehr in der Mitte stellen, war. Verdammt. Tränke, die von Kisten oder Feinden fallen gelassen werden, haben eine Chance von 25% in grüne Tränke umzuwandeln. Freut sich also extrem über grüne Tränke. Weil ich hier das Lauftempo genommen habe, sehe ich das andere schon gar nicht mehr. Aber erhöht Angriffstempo um 10% für jedes grüne Herz. Okay, ich habe also statt Angriffstempo jetzt Lauftempo. Na gut. So, wir wollen aber auch mal die Waffe aufwerten. Wäre ja blöd. Wenn wir hier nur mit Stufe 1 hantieren, habe ich letztens aber auch gemacht. Da habe ich einfach alle Waffen freigeschaltet auf Stufe 1 und das war schon dolle eklig, weil man die Gegner einfach nicht mehr tot kriegt. Ich wollte einfach mal gucken, wie weit ich komme. Und ich muss sagen, ich habe es sogar geschafft. War eigentlich am Anfang ein bisschen komisch, aber war insgesamt leichter, als ich gedacht habe. Natürlich nicht im Ragnarök-Modus, sondern nur Experte. Ach, jetzt habe ich natürlich vergessen, euch zu zeigen.
dass im Endlos-Modus steht jetzt dran, aufgrund von Performance-Problemen, dieser erstmal kurzzeitig ausfallen muss oder entfernt wurde oder es gerade quasi nicht geht. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber gut. Ihr braucht das Spiel ja bloß zu starten, wer es schon hat. Der sieht es dann auch. Endlos-Modus ist derzeit nicht verfügbar. Jetzt waren wir hier blockiert. Schämt euch. Gut, dass ich ein bisschen schneller bin. Ja, okay, ist schön, aber hat halt. Naja, gut, nehmen wir den Schaden jetzt nicht. Aber das muss man neu würfeln. Ich will den Schaden drin haben. Jetzt brauchen wir 5 Punkte. So, ich bin mal gespannt, was hier der Efeu, der hier so hübsch wächst. Ich steige gerade so fleißig. Wieso steige ich so halt? Also, das geht ja richtig ab. So, wie sieht deine nächste Stufe aus? Ja, scheiße, verdammt. Entschuldigung für das Wort. Wachstum gibt's hier noch. Und 4 Blumen wachsen um die Hauptblume herum. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ich habe gedacht, ich finde die Chilis interessant. Also gehen wir auf Chilis schon. Beschwört scharfe Paprika schon sich im Gegner zubewegt. Bumm. Bumm. Ey, cool. Ich mag den Charakter, also die Fetzt. Ich meine, irgendwie passt sie jetzt nicht unbedingt in die nordische Mythologie. Einfach mal so gar nicht. Also, ja, man könnte jetzt sagen, hier, die ist so ein bisschen Freya-mäßig mit den Blumen und sowas. Aber die Chilischote finde ich sehr verwirrend. Und die fühlte Erbsenkanone und alles. Irgendwie habe ich jetzt Bock, fast alle Pflanzen aufzuwerten. Vielleicht schaffen wir das ja. Wir brauchen eigentlich. Wie das aussieht, ist so geil. Chilis in Ballai. Der Chili-Krieg. Mensch, nee. Verdammt, ich kann da drüben gar nicht in die Stacheln reinlaufen. Das wäre irgendwie blöd. Dann verliere ich ja schon mal ein grünes Herz. Komm, mach mal die Kisten hier kaputt. Hier rattern aber gerade die Level durch. Da kriegen wir ja die Chili-Schote. Hm. Ja, komm, ist okay. Ist okay. Wir machen den Feuerschein jetzt noch nicht erhöhen. Ach, deswegen kann ich jetzt auch die Kirschengranaten hier nicht mehr nehmen. So, was nehmen wir denn hier drüben? Nehmen wir die Kanone oder nehmen wir den, der Pflanzenaufspürt Schaden zufügt und vergift? Gift oder Kanone? Komm, wir nehmen die Kanone. Hüpfen die mal auf. Oh. Durchschlag von 4 auf 9. Da sind sie. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen. Also, erstmal finde ich die doll stark. Momentan. Also hier kommt ja nichts dran. Das muss ich mal so, ups, da war ein Steineweg, festhalten. Aber ich finde es auch von den Effekten mal wieder maximal überladen. Ich habe Probleme zu erkennen, was jetzt meine Kollegen sind sozusagen und was hier Feinde sind. Das ist die große Schwierigkeit, finde ich jetzt mal. Oh, wir haben schon noch 15 Punkte. Was ist denn hier los? Ja gut, auf Schaden habe ich sie bisher nicht. Ich will aber auch noch nicht... Na komm. Ja, okay. Ja, ja, ja. Na. Nee, ein bisschen mehr Schaden. Ja, so nehmen wir dich dann mit 19 Durchschlag und 100 Treffer. 100 Schaden, bis zu 100 Schaden. Geht durch 19 Gegner und macht überall 100, also 1900, bis zu 1900 Schaden. Naja, bis zu, ja. Fetten Kanonen, ja. Ich will gar keine anderen Waffen hier finden auf der Karte, interessiert mich fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Vieh hier soll. Nee, das interessiert mich nicht. Das ist mir Boogie. Was zur Hölle ist die stark, ey? Man muss ein bisschen aufpassen, weil man die Gegner nicht immer direkt sieht. Und irgendwie treffen die auch nicht jedes Mal die Gegner, sondern heizen zwischendurch immer wieder ein bisschen vorbei. Scheiße, hier gibt es ein Schwert. Ja, können wir mitnehmen, wenn wir einmal hier stehen, dann kann man das ja machen. Kriege ich ja keinen Schaden, wenn ich das hier einsammle und verliere deswegen ein grünes Herz. So, wir warten die Kanone auf die letzte Stufe auf. Ich brauche mal mehr Kristalle. Schade, dass ich keine gekriegt habe beim, dass es refreshed quasi und ich einfach noch mehr gekriegt habe, um euch zu zeigen, was noch so abgeht. Also die können wir ein paar öfter mal, also ein paar mal öfter spielen, finde ich. Die ist lustig. Hä? Jetzt fehlt mir noch so eine Karte, das ist hier Helheim, wo ganz viele Drauge rumlaufen und Zombies, ich fühl's so. Also die denn so. Dann spiele ich quasi Pflanzen gegen Zombies in Nordic Ashes. Was für ein Quatsch.
Diese blöden Chibis. Ich finde die einfach herrlich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich finde die einfach fantastisch. Und schreibt mal, ob ihr vielleicht den, den Stein gefunden habt. Also den, ob es da irgendwo eine Hilfe gibt, ob da jemand eine Ahnung hat. Diese ganzen verfluchten Steine zu finden. Komm, mach mal kaputt, die Schweine da. Mach mal alle platt. Das klappt super. Ich brauche gar nicht drauf achten. Das Einzige, was ist, die Gegner kommen hier gar nicht so richtig rein und deswegen kriege ich die Zahl gar nicht voll. So, nach links gucken wir nicht. Hier gucken wir nach unten rechts. Das sind ein paar Bombenfuzis, die sich in die Luft jagen wollen. So, ersetzt sich das Ganze? Erneuert sich das? Ja, es erneuert sich nochmal. Und der Giftpilz, ja, das passt ja bei ihr auch noch mit rein. Das ist ganz okay. Jetzt hätte ich fast gerne die andere Aufwertung gehabt. Aber gut. Zumindest ab und zu mal ein paar Schwerter um mir rum. Aber ich glaube, wenn ich die nicht aufwerte, machen die auch nicht wirklich Damage. Ich habe noch 11 Punkte. Was machen wir damit Feines? Wir testen mal ihre Fähigkeit hier. Wie sieht das aus? Hier sind so... Okay. Ach, die tauchen dann einfach immer wieder auf. Okay. Ja. Muss man mal sehen, wenn die Karte ein bisschen voller wird. Momentan geht das ja. Ich kann ja hier rauslaufen. Ich könnte ja mal eine Runde rumdrehen und mal ein bisschen Erfahrung noch einsacken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in irgendwen hier reinlaufe. Da unten raus, kommt noch ein Heiltrank. Ja, einmal eine Runde rum. Schöne Erfahrung kassiert. Ein bisschen aufpassen über die Bastarde, die sich in die Luft jagen wollen. Meine treffen die nicht so ganz so gut, finde ich. Wie fehlen hier noch? 6 Leute? Der Boss kommt auch gleich. Wer war denn das hier in der Welt? Ah. Ja, okay, okay. So, haben wir... Kommt nochmal. Was ist hier los? Ah, da krieg ich... Das war hier Feuerschaden, ja? Dann kriegen meine Chilis quasi nochmal einen schönen Extra-Effekt. Gegner, die quasi durch die Verbrennung sterben, machen nochmal 2 Feuerbälle mit immerhin 13 Schaden auf andere Gegner halten. Ich sehe gar nicht, dass hier so Mini-Bosse kommen. Sind die mal schon alle feuertot, bevor ich sie zu Gesicht bekomme? Oder was ist hier los? Das ist das easy mit der... Könnte mich auch einfach in der Mittelstelle zurücklehnen. Es passiert, glaube ich, nichts. Ja gut, die eine Fledermaus kam jetzt ziemlich nah ran. Das war unverschämt. Vielleicht sollte man nochmal was aufwerten. Die Bäume fand ich jetzt nur mittelmäßig erstmal. Weiß nicht. Erhöhte Schaden von Beschwörungsrelikten. Ja, sind ja alles... Komm. Bereich? Oder hier oben? Grünes Herz noch kriegen. Komm, machen wir das auch noch mitnehmen. Schaden könnten wir erhöhen, aber wir nehmen mal den Bereich mit rein. Einfach mal gucken, wie groß die ganzen Pflanzendinger und die Gegner wären. Also, die Gegner sind ja nicht. So, noch ein bisschen schneller kommen. Oh, jetzt haben wir schon dicke Kanonen hier stehen. Alles voll dicke Kanonen und dicke Blumen hier. Schon witzig, wie oft sich das resettet. Ich hatte eine Runde lang, da stand ich, ich glaube, was war denn das? Von der ersten Welle, ins erste Ding, wo ich reingelaufen bin, stand ich bis zum Bossgegner. Dann war immer noch resettet. Das hat sich nämlich 8-9 Mal resettet. Da ist die Fledermaus und sie ist auch gleich schon wieder tot. Verdammt, ich schaffe gar nicht, das Ding hier mehr freizuschalten, weil die einfach vorher abnippelt. Ja, oh Gott, also hätte ich die nicht erkannt, hätte ich mich gewundert, ob da überhaupt ein Boss gekommen ist. Ist ja völlig übertrieben. Jetzt könnten wir das mit dem Gift hantieren. Oh, da hinten haben wir noch die... wieso ist denn hier die Blume drauf? Meteore vom Himmel fallen. Da habe ich Bock drauf. So, wir drücken einmal, gucken. Ob die Baumstämme das kaputt machen? Ja. Das haben wir schon mal. Das Schwert kaufen wir uns jetzt hier nicht. Stattdessen hole ich mir, glaube ich, das mit der... Brauche ich die Erfahrung überhaupt? Ich meine, so viel aufzuwerten gibt es jetzt auch nicht mehr, oder? Was werten wir auf? Die Chili. Die Chili will ich haben. Oder die Krone. Na. Guck mal, wir packen noch ein paar Punkte in die Krone.
Muss man ein bisschen Damage kriegen. Das ist wie Kack. Ja, so können wir das machen, wenn wir 5 Böller zusammen haben. Wir nehmen die Chili. Was haben wir denn Schönes? Chilis erzeugen pro 0,47. Was? 0,47 Sekunden? Ein Feuerpool, der nochmal extra Schaden macht. Ja, komm, machen wir einfach. Dann könnten wir auch das hier mit aufwerten noch ein bisschen. Aber wir machen erstmal unten den. Das andere aufwerten. Mach ich jetzt mit dem Geld? Hol mir noch ein bisschen Tempo mit rein. 10% Lauftempo. Dann nehmen wir das mit dem Gift und Blitz. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Gift hier drinnen. Nee, dann hätte ich den hier oben nehmen sollen. Ah, war vielleicht unnütz. Ja, war sogar sehr wahrscheinlich unnütz. Zusätzliches Herz interessiert mich nicht. Aber der hier interessiert mich noch. Ja, guck mal einfach weiter. Pinöcki ist neuer Freund hier, wa? Hängen sie ja schön zusammen ab. Ich vergaß, dass das ja so extrem groß ist, wenn man den Bereich schon so erhöht hat. Oha. Das sieht aus wie die Hölle, die ausbricht. Und vor allem passt das auch so super. Meteoritenhagel bei Pflanzen. Absolut top. Ach so, heute mache ich wieder eine normal lange Folge. Ich habe ja letzte Woche eine Doppelfolge gehabt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr quasi eine Runde sehen wollt oder zwei. Das würde mich mal interessieren, dann würde ich jedes Mal einfach zwei machen. Ansonsten eine und ich spiele für mich einfach weiter. Weil es bringt mir jetzt nichts, ein Video länger zu machen. Ihr guckt sowieso denn nur einen bestimmten Anteil davon. Oh, das ist schon wieder das Gleiche. Und quasi meine Watchtime sinkt damit insgesamt. Im Durchschnitt zumindest. Weil das ja auch so prozentual hantiert. Anscheinend ist bei YouTube, habe ich letztens mir so mal erlesen sozusagen, das beste Video Zeit 12 Minuten. Dann denke ich mir, was soll ich euch in 12 Minuten zeigen? Soll ich euch das Spiel komplett zusammenschnippeln? Das ist ja vollkommener Schmutz. Aber gut, es liegt vielleicht auch daran, weil ganz viele mittlerweile über TikTok hantieren, jeder mit 1000 Informationen zugebombt wird. Boah. Und die Leute ja sowieso mehr auf Twitch sich Gamer angucken, weil ich kann mit Twitch diese überladende Plattform, muss ich mal so sagen, irgendwie nicht so viel anfangen. Achso, hier ist eine Wand zwischen. Jetzt können wir gleich noch größeren Rahmen einsammeln. Und ersetzt sich nochmal ergänzen hier. Nochmal. Oh, diesmal nicht. Diesmal tatsächlich nicht. Wahnsinn. Insofern, also ich gucke ab und zu mal auf Twitch, aber so richtig warm geworden bin ich mit der Plattform noch nicht. Wenn ich streamen würde, wie gesagt, habe ich vor, so bei 100 Abonnenten. Dann würde ich das auf YouTube machen. Und nur wenn YouTube eine totale Kacke damit ist, dann würde ich eventuell mir ein anderes Plattform, in dem Fall Twitch, ankicken. Ansonsten würde ich das eigentlich so lassen, weil ich brauche Geld. So lassen, wie es ist. Aber erstmal müsst ihr mich abonnieren, das vergesst ihr immer. Ich gucke so nach und die Leute, die meine Videos schauen, viele davon vergessen einfach abonnieren. Warum? Muss man das wirklich immer einblenden, damit die Leute sich an sowas denken? Ansonsten würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Da immer noch mal ein bisschen Feuerschaden, wenn das hier durchgeht. Ich werde am Ende die XP einsammeln, aber ich habe schon so viele. Ich wüsste nicht mal, was ich aufwerten soll, gefühlt. Ich könnte trotzdem den Giftkram noch aufwerten aus Langeweile. Die Krone unten wollte ich aufwerten. Komm, dann kommt das Schwert hier unten oben mit aufwerten. Wir haben ja hier noch. Ist ja vollkommen unwichtig. Die Sammelreichweite ist auch so geil. Ich sehe, fühle die Erfahrung kaum noch, nur am Rand des Bildschirms. So, keine Erneuerung. Nö. Dann schauen wir nach unten weiter. Schon wieder 9 XP, was ist denn hier los? Stehe ich fast schon gar nicht mehr. Was ist das denn? Das macht ja keinen Schaden, der Kram so. Auch nicht. So, aber das ist immer noch wenig. Naja, gut. Hätte ich mehr drauf achten sollen. Ich hab's bloß durchgekloppt. Aber gut, ich spüre bloß auf Experte und nicht auf Ragnarök. Oh, zwei volle rote Herzcontainer. Ja, gib mal ein bisschen Geld her. Reicht leider immer noch nicht, oder? Und die Pflanzen können wir noch durchbrettern. Oh, kurzer Ruckler. Aber es kann doch sein, weil ich die Fähigkeit genutzt habe. Dann verlangsamt sich ja sowieso immer so ein bisschen. Wir könnten Pflanze weiter aufpimpen, aber wir machen hier oben erstmal weiter, damit wir noch ein bisschen mehr Schaden rausholen. Feuer ist extrem.
So, mal schauen, ob wir den Boss diesmal zu Gesicht bekommen. Den ollen Ork. Mittlerweile habe ich auch tatsächlich mal die Waffen von denen gefunden. Wie ihr gesehen habt, die Krone hier und den Orkus-Stab mit dem Laser. Der ist auch richtig krass. Also, der hat alles weggelasert, was auf der Karte war. Ich habe auch kaum noch was zu Gesicht bekommen. Na, laufen wir jetzt hier mal rein, komm. So, kurz stehen bleiben, ob sich das resettet. Tut's nicht. Aber den habe ich leider nicht aufgewertet bekommen, weil ich den ganz am Ende erst gekriegt habe. Hier waren irgendwie zwei Bossgegner. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass zwei auf mich zugerufen sind, aber irgendwie sind sie nicht angekommen. Ich habe schon wieder 22 Punkte, meine Güte. Ja, den holen wir uns die und... Ist das jetzt gerade ziemlich egal, oder? Wir nehmen hier unten, warten auf 10 Punkte. Warte mal, wie viel stärker ist das jetzt? Kommen da mehr Bäume raus, oder was? 16 Mal erscheinen die. Okay, machen mehr Schaden und gibt noch eine Beschwörung mehr. Ich bin gerade von irgendeiner Fledermaus getroffen worden und laufe jetzt so ein bisschen verwirrt umher. Hier haben wir eine Kiste tatsächlich. Warum wir sehen, dass die noch mehr Schaden für die Pflanzen. Der Efeu geht noch mehr ab. Hm, ich würde gerne die Chilis noch weiter aufpimpen. Aber komm, die Pflanzen sind auch geil. Überall die Blumen, wenn die noch mehr, wenn die noch schneller auftauchen, größer sind und sonst was, alles ist alles gut. Die ganze Karte ist schon grün gemacht. Scheiße, kommt mal kein Gegner in den Bereich. Ich muss mal rauslaufen. Vielleicht hilft es ein bisschen. Das ist schaffe unmöglich hier, wenn die ganzen Sachen ständig refreshen. Alles einzusacken. Alles erneuert sich hier stetig. Aber sie kommen ganz schön da ran gerade. Shit, ist ein bisschen langsam geworden. Oh, da ist noch eine Kiste aufgetaucht. Da ist eine Fledermaus mit drin. Zu spät gesehen. Ah, da kennst du einfach nicht, wenn man oben auf der Karte nicht glotzt. Das ist völlig übertrieben. Kommen noch ein Projektil mehr? Die Dauer noch ein bisschen höher. Kommen wir dem Projektil mehr. Ich bin immer noch verwirrt. Ah, ich bin verwirrt. Ne, es geht mittlerweile. Verwirrt bin ich ja immer. Das brauche ich eigentlich schon gar nicht mehr sagen, oder? Oh. Boss müsste gleich auftauchen. Mal gucken, wie lange der diesmal lebt. Vielleicht kommen wir ja noch irgendwo hin. Oh, oben liegt ganz viel Geld. Das habe ich natürlich jetzt hier. Schaffe ich das zum Geld noch? Zu dem Ring vielleicht? Ne, schaffe ich definitiv nicht. So, jetzt sind wir nämlich hier so eingesperrt. Bisschen schade, da ist er. Mit seinem hässlichen Laserstrahl. Also. Blöd ist, dass er manchmal einfach in einem anfängt. So, wir sammeln mal alle Erfahrungen ein, bevor sie weg ist. Haben jetzt gefühlt Level 5 Millionen. Ich brauche mal mehr Waffen, die ich aufpimpen kann. Ich habe nichts mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen? Oder ich brauche hier diesen Reset-Stein. Wie ich hier Schaden kriege. Da, die Laser. Wenn ich jetzt woanders gestanden hätte, hätten sie mich... Ach, das war schon wieder getroffen. Ja, einfach zu leicht gerade. Komm, bitte, was Geiles. Noch mehr. Ich will mehr. Ah, nicht resettet. Schade. Dann muss ich jetzt mal die Krone nehmen. Habe ich die schon gehabt? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, die Krone hatte ich schon. Den Stab hatte ich nur nicht. Das mit den Schwertern hatte ich. Nee, dann machen wir auf jeden Fall hier die Erbsenkanone noch weiter aufpimpen. Schnellere Explosion. Oder schnelle Explosion. Jeder Angriff feuert einen Schwall von 4 Projektilen ab. Ist das jetzt 4-mal mehr Schaden? Oder was heißt das? Oh, hier oben ist der goldene Pilz. Was war mit dem? Der pimpt richtig schön, okay. So, die Fackel verbrannt der Gegner halt nochmal extra. Okay, okay, das könnten wir mitnehmen. Wir könnten aber auch hier die Projektile kaufen. Und die Fackel können wir uns immer noch leisten. Ach komm, nehmen wir die auch noch mit. So, dann gucken wir mal, ob hier Geld drin ist. Oh, ja, einiges. Boah, sind das viele Baumteile. Wow. Jetzt sieht man erstmal, wie die Fähigkeit abgeht. Die ist, also, nicht schlecht. Wie sette ich das Ganze? Dann habe ich immerhin noch 14 Money. Ja, komm. Hm, Anziehungsreichweite von Gegenständen. Aber was heißt denn von... Achso, hm, ja. Hm. Das meinen die also mit Artikel Attraktion. Ah. Jetzt weiß ich das endlich mal. Ich fand das letztes Mal immer so verwirrt. Komm, nehmen wir uns eine blaue Kiste, nehmen wir uns den Bereich noch mit und gehen weiter.
Noch ein Projektil mehr oder mehr Schilly-Schaden? Ich hätte auch den anderen Schaden nehmen können. So, gelähmte Gegner haben noch 25% mehr Schaden. Ja, haben wir jetzt nicht so richtig. Ist ja nicht so schlimm. Alter, wie viele Schüsse die jetzt rausballern. Da sind irgendwo Bosse aufgetaucht, aber sie sind irgendwie auch schon wieder weg. Irgendwo hier links war einer. Sehen wir den vielleicht noch irgendwo? Nö. Und irgendwo hier oben war noch ein Boss. Leider keine neuen Waffen gekriegt zum Aufwerten. Jetzt habe ich hier gefühlt noch 1000 Punkte übrig. Aber vielleicht findet sich ja noch was auf der Karte, wa? Mal ein bisschen Geld einsacken. Glitch! Ach, ich habe doch unendlich Erfahrung. Ich brauche nicht gut. Resettet sich das? Nö. So, hier sind irgendwo Bosse mitten drin. Vielleicht kriege ich sie auch mal zu Gesicht. Nee, nicht so richtig. Leider schon wieder weg. Ja, müssen wir durch. Können wir nicht ändern, dass die Gegner nicht zu. Dass wir sie nicht zu die Sicht kriegen. Na komm, jetzt nehmen wir den Vector ja auch noch mit. Gnecki vier Arme. Oh, resettet. Nochmal einen Start mit. Mensch, die können wir gleich perfekt aufwerten. Nochmal? Nochmal? Nee. Jetzt habe ich eigentlich keine blauen Herzen mehr. Den habe ich jetzt bloß dekorativ. Oh, der Glitch sieht anders aus. Der Glitch war doch sonst so ein fliegender Kristall. Sieht der wirklich ein bisschen glitschiger aus. Ha! Glitschiger! Ah, was für ein schlechter Witz, ey. Theoretisch müsste jetzt jemand mit der Trommel rumschlagen. So, nochmal Met. Kann die nicht noch mehr Treffer fahren? Werden denn einfach nur die Grünen irgendwie wandelt? Oh, die Schuhe kann ich mir erstmal so schnell nicht leisten. Aber was ich mir leisten kann, ist den Glitch aufzupimpen. Der auch noch mehr Beschwörungen damit kriegt. Wir können noch den tanzenden Speer komplett aufpimpen. Ich gucke jetzt nicht auf irgendwelche Werte. Ich meine, guckt euch dieses feste Feuerwerk hier quasi an. Ja, dieser Effekt. Sind wir das Schwert auch noch gefunden? Mensch, ich gar nicht erkannt, dass da ein Schwert war. Einfach zu krank hier. Oh, mir fehlt tatsächlich mal, mir fehlt sogar ein Erfahrungspunkt. Oh, jetzt habe ich ihn. So, jetzt bin ich aber leer, also. Was haben wir hier noch? Die Giftwolke, ja. 500 Gegner, wollen wir jetzt hier so lange rumstehen? Nee, eigentlich nicht. Unten hat sich nochmal gesettet oder was? Die Kralle immer, wenn ich irgendwas habe, wie war denn das? Für jedes halbe beschädigte rote Herz. Also mache ich jetzt gerade 10% mehr Schaden, naja. Wenn ich mich heile, nicht mehr. Das ist so eine Berserkerpfote sozusagen. So, hier muss irgendwo ein Gegner zwischen sein. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Nicht gesehen. Aber geht noch. Oh, noch mehr XP, ganz wichtig. Ja, die Schuhe können wir uns mittlerweile leisten. Sind wir noch schneller. Wie setzt sich das nochmal? Bitte nicht, ich habe kein Geld. Nee, tut's nicht. So, das heißt, wir haben oben noch die 500. Hier haben wir noch eine Münze. Schaffen wir die 500 bestimmt eh nicht mehr. Dann können wir auch noch da drüben noch ein bisschen Geld einsacken. Noch ein bisschen Geld. Hier muss irgendwo noch Geld gewesen sein. Gucke bloß noch oben rechts auf die Karte. Weil anders kann ich hier nichts mehr identifizieren. Da lag zwischendurch ein Trank, aber ist unwichtig. Gut, ist noch eine Münze. Da ist noch ein bisschen mehr Geld aufgetaucht. Da ist noch ein bisschen Geld aufgetaucht. Irgendwo sind irgendwelche Bosse hier aufgetaucht mal wieder. Da ist einer. Da ist einer. Ich sehe ihn. Er ist tot. So, noch ein paar Münzen. Hier ist noch ein bisschen Money. Da links ist noch ein bisschen mehr Money. Ich hole mir, glaube ich, nur das Geld. Der Gegenstand, welcher lag da eigentlich? Gar nicht genau darauf geachtet. Ich gucke eigentlich nur noch auf die Karte. Alles andere ist völlig uninteressant. Bloß gucken, wo die nächste Münze auftaucht. Was war hier? Achso, die Giftwolke, ja. Ich sehe gar nicht. Die Kanone ist davor. Ich sehe gar nicht, wie viel ich da drin töten muss. Das waren 500. Wie viel sind es jetzt? Die Kanone haut doch nicht mehr ab. Die bleibt da einfach, bis das Spiel vorbei ist. Oder? Ja. Ups, jetzt habe ich aus dem weggedrückt. Ich meine, Eis durchgepilzt. Hier ist nicht mehr. Jetzt brauche ich zumindest meine Pflanzen nicht benutzen. Das machen die, die Glitch-Dinger. Komm, mehr Schaden, mehr Schaden.
Was haben wir in der Kiste? Die ist wirklich. Kommt der Efeu hier, Wirkungschance, da noch ein bisschen was. Oh, eine geile lila, eine Kiste. Mehr Projektile, kann ich mir die noch leisten? Ja, kann ich. Noch mehr Angriffstempo, Projektile, Crit, da noch was. Ablinkzeit quasi, was haben wir hier? Kommt immer den noch mit und hier die 3%. Dann ist das Geld auch schon wieder alle. Mal schauen, wie lange Sindri und Brock. Ich sag immer Brocki, aber eigentlich heißt er nur Brock. Habe ich nämlich schon mal erwähnt. Meine Pflanzen rattern, während die sich quasi zu Turtok, Sindrock. Und die Pflanzen rattern immer noch. Es tut mir leid. Ich habe den Boss fast nicht gesehen. Und der hatte null Chance. Aber auch wirklich null Chance. So, verwende die Wachstumsentwicklung. Och, das ist ja wie bei Pokémon. Guck mal, jetzt kann ich die Pflanzen auch nochmal pimpen. So, Dreifachangriff. Och komm, das ist eigentlich. Ey. Verwende die heiße Pulsentwicklung, ja. Hammer. Ja, Gesamtschaden 3,3 Mille. Die könnten wir echt auf Wagner-Rückner spielen. Die ist ja richtig, richtig geil. Aber wir schauen uns mal ganz kurz rein bei den Trophäen. Ich brauche hier noch die beiden Entwicklungen von den beiden Sachen, die ich jetzt nicht benutzt habe. Mit dem Giftpflanzen und mit den Kirschbomben sozusagen. Die muss ich jetzt nochmal demnächst machen. So, dann haben wir hier, ja, das sind denn die anderen Relikte wahrscheinlich von, wobei, das sind ja nicht alle denn. Hier sind ja die Sachen, okay. Das wird denn jeweils die zweite Stufe sein. Neue Gegner gab es ja keine. Hier haben jetzt auch nur die 6 Punkte extra. Ja, was nehmen wir da? Ist eigentlich ziemlich buggy. Ich mache ja auch mehr Schaden an Bossen. Muss ich ja auch mal noch dazu halten. Wir könnten da schneller laufen mit reinpacken. Bisschen Abklingzeit noch. Ah, ich könnte da hinten den Geld, den 5. Geldpunkt hätte ich auch machen können, aber interessiert mich jetzt nicht. Ich werde die einfach demnächst nochmal spielen. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mal unter in den Kommentaren quasi, ob ihr das als Doppelfolge haben wollt. Dass ich 2 Runden spiele, ob ich eine Runde spiele, was ihr vom Streamen haltet. Auf YouTube, nicht auf Twitch natürlich, denn, wie ich schon erwähnt habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao, ciao.